So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir jetzt eine große Freude, dass wir endlich mit dem Programm so weiter verfahren können, wie es angekündigt war. Es ist nun endlich eingetroffen, unsere Co-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag und Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute hier in Meißen bin. Es tut mir leid, dass ich Sie ein bisschen habe warten lassen, aber Sie kennen das, wie auf den Autobahnen oft die Situation ist. Dann kommt man nicht vor und zurück. Aber ich habe gehört, Sie haben auch schon ganz interessante und ganz spannende Reden gehört, vor allen Dingen auch hier, was die Meißner Kommunalpolitik angeht, was unsere Forderungen hier betrifft. Da bin ich sowieso ja nicht die Kompetente. Sondern ich will Ihnen gern etwas dazu sagen, wie ich die Bundespolitik beurteile und natürlich auch den Ausblick auf die Bundestagswahlen. Immerhin im September diesen Jahres, also in sehr, sehr überschaubarer Zeit, werden die Weichen dafür gestellt, wie Deutschland in den nächsten 4 Jahren regiert wird und wie der Druck oder eben auch nicht in Richtung einer sozialen Politik gemacht werden kann. Und nun ist kein Geheimnis, natürlich werbe ich dafür, dass wir als Linke bei dieser Wahl sehr stark abschneiden. Aber ich will auch vor allem darauf eingehen, warum ich denke, dass das wirklich wichtig ist für die Menschen hier im Land, aber auch für die Situation, die wir in Europa haben, auch für die Situation von Krieg und Frieden. Ich finde, so wie es zurzeit in Deutschland läuft, so wie wir seit vielen Jahren regiert werden, so darf es einfach nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern und wir als Linke, wir wollen etwas ändern und da stehen wir zurzeit relativ allein, aber gerade deswegen müssen wir stärker werden, gerade deswegen brauchen wir mehr Rückhalt. Ich meine, manchmal fragen mich ja auch Menschen, wie sollen wir jemandem erklären, dass es wichtig ist, die Linke zu wählen? Ich muss sagen, ich finde das eigentlich sehr einfach. Also all diejenigen hier im Land, die finden, dass es seit Jahren gut läuft, die finden, dass es toll ist, wenn es immer mehr Niedriglohnjobs gibt, immer mehr prekäre Jobs, immer mehr befristete Jobs. Auch diejenigen, die finden, dass es überhaupt kein Problem ist, dass viele Rentnerinnen und Rentner von ihren Renten nicht mehr gut leben können. Dass vor allem die heute Jungen morgen in Zukunft keine anständigen Renten mehr bekommen werden, von denen sie ihren Altersruhestand wirklich genießen können. Auch diejenigen, die finden, dass es eigentlich sehr gerecht ist, dass jeder Klein- und Mittelverdiener mehr Steuern zahlt als ein großer Konzern wie Google oder Apple. All diejenigen, die finden, die Politik in Deutschland hat alles richtig gemacht und es muss nur ein Weiter-so geben. Die sollten wirklich nicht die Linke wählen. Weil wer will, dass sich nichts ändert? Wer will, dass das alles so bleibt? Die wachsende soziale Spaltung im Land, die immer größere Ungleichheit. Ja, der hat doch eigentlich eine sehr große Auswahl an Parteien, die er oder sie auch wählen kann. Also da braucht er wirklich die Linke nicht. Wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist, auch vor allem die soziale Situation im Land, da kann natürlich erstmal die CDU wählen. Garantiert wird keine Politik gemacht, die den Reichen auf die Füße tritt. Bei der FDP kann man sich da auch ganz sicher sein, die soziale Spaltung wird größer, aber kleiner wird sie garantiert nicht. Ja, leider muss ich sagen, kann man allerdings auch die SPD wählen, weil die SPD war ja selber daran beteiligt, dieses Land sozial ungerechter zu machen mit prekären Jobs, mit Rentenkürzungen, mit Steuergeschenken für Reiche. Und auch wenn Herr Schulz jetzt immer mal eine ganz nette Rede über soziale Gerechtigkeit hält, da er bisher nicht wirklich gesagt hat, was er ändern will, kann man sich schon darauf verlassen, auch mit der SPD bleibt alles wie es ist, zumal sie ja schon angekündigt hat, sich auch nach der Wahl wieder Koalitionspartner zu suchen, beispielsweise die FDP oder vielleicht auch wieder die CDU, mit denen garantiert ist, dass sie ihre ganzen Wahlversprechen ja gar nicht umsetzen können. Weil, also dass man mit Herrn Lindner gemeinsam prekäre Jobs bekämpft oder mit der CDU gemeinsam irgendetwas für Steuergerechtigkeit tut, naja, also das kann eigentlich noch nicht mal Herr Schulz glauben. Ja, da bleiben noch die Grünen, naja, da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, wofür stehen heute die Grünen? Also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, man kann es vielleicht so zusammenfassen, eine Art FDP plus Krötenschutz. Also wer will, dass die soziale Spaltung größer wird und
auf jeden Fall auch nichts getan wird für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber wer zumindest noch irgendwo ein Gefühl hat, dass er gern was für die Tiere und für die Kröten tut, dann sind die Grünen vielleicht ganz gut, eine ganz gute Wahladresse. Aber es wird sich nichts sozial ändern. So, damit hat man eine große Auswahl, was man alles wählen kann, und es bleibt alles, wie es ist. Man kann natürlich auch, wenn man will, dass die soziale Spaltung weitergeht, aber noch aufgepeppt wird mit einem Schuss Rassismus, kann man auch die AfD wählen. Wird sich sozial auch nichts verbessern. Die AfD sagt ja zum Beispiel, bei der Rente in Zukunft soll man sozusagen nach der Lebensarbeitszeit überhaupt erst die Rente bekommen. Das heißt, wer nicht 45 Arbeitsjahre hat, der geht mit 70 noch nicht in Rente. Also wer das gut findet, dann bitteschön, ist die AfD auch eine Option. Aber wer tatsächlich will, dass dieses Land sozialer wird, wer es unerträglich findet, dass die Zahl der armen Rentner im Gleichschritt mit der Zahl der Multimillionäre wächst, wer es überhaupt nicht hinnehmbar findet, dass immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, während die Dividenden sprudeln und die Gewinne so hoch sind wie nie zuvor. Und wer will, dass diese soziale Kälte, dass der etwas entgegengesetzt wird, ja, wen soll der eigentlich wählen? Der kann doch nur die Linke wählen. Und deswegen sage ich, es ist eigentlich ganz einfach bei der Bundestagswahl. Sie können ein Weiter-so der sozialen Kälte wählen oder Sie können die Linke wählen. Und ich werbe natürlich dafür, wählen Sie im September die Linke. Stärken Sie uns, damit es endlich sozialer wird. Und damit wir auch die SPD mal richtig auf Trab bringen können, dass die vielleicht mal wieder ernst nimmt, was sie noch in ihren Programmen zu stehen hat. Und was sich ändern muss und dass sich etwas ändern muss, das kann man ja eigentlich mit Händen greifen. Ich meine, was die Politik der letzten 20 Jahre angerichtet hat, das hat vor kurzem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, auf eine knappe Zahl zusammengefasst. Die haben sich mal angeguckt, wie haben sich eigentlich die Einkommen der Menschen entwickelt. Also nicht nur, wie boomt die Wirtschaft, wie sind unsere Exporterfolge, nein, wie haben sich die Einkommen der Menschen entwickelt? Und da hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das nun wahrlich der Linkspartei nicht nahesteht, das sind ja Ökonomen, die eigentlich eher woanders politisch angesiedelt sind, da haben sie wirklich herausgefunden, ich finde das frappierend, dass 40% der Bevölkerung, also fast die Hälfte, heute weniger Einkommen haben als Ende der 90er Jahre. 40%, fast die Hälfte der Bevölkerung. Und das in einer Situation, wo die großen Unternehmen in Deutschland vor Kraft nicht mehr laufen können, wo die Wirtschaft immer mehr gewachsen ist und etwa die Hälfte der Bevölkerung bekommt nicht nur vom Wachstum nichts ab, sondern wird richtig abgestuft. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für die Politik und für alle Parteien, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland an der Regierung beteiligt waren. Das ist doch eine Schande, in einer Demokratie eine Politik zu machen, die die Hälfte der Bevölkerung abhängt und 40% ganz real schlechter stellt als vorher. Ich finde, Parteien, die sowas verantworten, die dürfen wirklich nicht mehr in Wahlen gestärkt werden. Die sollten ganz klar bei Wahlergebnissen zu spüren kriegen, dass man ihre Politik nicht mehr will. Und ich meine, im Lichte dieser Zahl, knapp die Hälfte hat Einkommen und Wohlstand und Lebensstandard verloren. Im Lichte dieser Zahl, da schwillt einem doch vor Wut der Kamm, wenn man dann Frau Merkel hört und wenn man dann hört, dass die sich immer wieder hinstellt und allen Ernstes erklärt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Deutschland geht es so gut wie nie zuvor, wenn die Hälfte der Bevölkerung schlechter gestellt ist? Also da fragt man sich doch, ja, wie kann Frau Merkel eigentlich diese Aussage vertreten? Gehört für sie knapp die Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht zu Deutschland? Bei denen geht es ja offensichtlich nicht so gut wie nie zuvor, sondern schlechter als zuvor. Oder aber hat die Frau schlicht keine Ahnung von der Lebensrealität im Land? Das ist ja die andere Erklärung, die man da geben könnte. Und ich würde sagen, egal welche von diesen zwei Varianten zutrifft, beide zeigen doch, die Frau gehört wirklich im Herbst abgewählt. Die sollte nicht noch eine Wahlperiode machen können. Die ist nicht der Fels in der Brandung, als der sie sich gerne geriert und hinstellt.
Es ist ja sowieso so eine absurde Kampagne, die CDU jetzt irgendwie macht, dass in einer Welt von Unsicherheit und von Trumps und von Erdogans da plötzlich Frau Merkel irgendwie sich hinstellt als der Stabilitätsanker. Ja, aber was hat sie denn hier im Land gebracht? Doch nicht Stabilität. Sie hat dafür gesorgt, dass es immer weiter auseinandergeht. Sie hat dafür gesorgt, dass die soziale Spaltung sich erhöht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass eine Gesellschaft, die immer mehr sozial gespalten ist, in der die Ungleichheit wächst, dass so eine Gesellschaft auch immer unsicherer wird, dass da auch die Kriminalität wächst. Ich meine, das macht die CDU groß, die innere Sicherheit zum Wahlkampfthema. Aber die innere Sicherheit hat einen Zwillingsbruder. Und das ist die soziale Sicherheit. Ohne soziale Sicherheit gibt es auch keine innere Sicherheit. Da können die 100-mal ihre Überwachungsgesetze immer mehr vergrößern und Videokameras aufstellen und immer mehr machen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass es wieder mehr sozialen Ausgleich gibt, wenn wir ernsthaft wollen, dass die Menschen in diesem Land sicher leben können. Und ich möchte, dass sie das können. Aber das überlasse ich nicht der CDU, weil wer glaubt, dass die CDU dafür sorgt, der ist wirklich verlassen. Wir brauchen die Linke dafür und wir brauchen vor allen Dingen eine starke Linke dafür. Ich meine, was Menschen verunsichert, das ist doch mit Händen zu greifen. Was Menschen verunsichert, sind ja vor allem auch die vielen, vielen Arbeitsverhältnisse, von denen man A, nicht mehr wirklich leben kann, die aber vor allem auch keine Planungssicherheit geben. Man immer mehr befristete Jobs. Und das ist ja kein Zufall, dass es immer mehr befristete Jobs gibt. Genauso wie es immer mehr Leiharbeit gibt. Das ist ja Folge politischer Entscheidungen. Also deswegen finde ich das auch immer wirklich so verblüffend, wie sich Herr Schulz so kühn hinstellt und dann zutreffend feststellt, es geht nicht sozial gerecht zu in Deutschland. Ja, das stimmt. Es geht nicht sozial gerecht zu in Deutschland, wenn immer mehr befristete Jobs, immer mehr Leiharbeit, immer mehr Werkverträge, immer mehr Minijobs existieren. Aber warum ist denn das so? Dieser riesige Niedriglohnsektor, der ist doch nicht über uns gekommen wie so ein Tsunami, eine Naturgewalt. Es ist auch nicht die Globalisierung. Da ist noch nicht mal Trump verantwortlich. Nein, das sind politische Entscheidungen der Bundesregierung gewesen. Und da waren sie alle dran beteiligt. Da war die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP, sie haben es alle mitgemacht. Zum Beispiel bei der Sachgrundlosenbefristung. Das war früher verboten. Man durfte nicht einen Job ohne irgendeinen Grund immer wieder nur befristet vergeben. Und plötzlich ist das legalisiert worden. Und genauso bei der Leiharbeit. Es war lange Zeit in Deutschland verboten, dass ein Job immer wieder mit einem Leiharbeiter besetzt wird. Und dann hat man das irgendwann legalisiert. Dann hat man das irgendwann erlaubt. Das heißt, es war die Politik in Deutschland, die allen Ernstes dafür gesorgt hat, dass eben den Lohndrückern in den oberen Konzernzentralen und in den oberen Unternehmenszentralen der rote Teppich ausgerollt wurde. Ja, und wer den Lohndrückern den roten Teppich ausrollt, der soll dann auch nicht in Sonntagsreden sich über Lohndrückerei beschweren. Das ist doch der völlig falsche Weg. Wer keine Lohndrückerei will, der muss die Gesetze zurücknehmen, die Lohndrückerei möglich machen. Der muss Lohndrückerei eben verbieten, so wie sie lange Zeit verboten war. Zum Beispiel sachgrundlose Befristung könnten wir aktuell im Bundestag sofort verbieten, denn es gibt rechnerisch eine Mehrheit von Parteien, die alle sagen, wir wollen das verbieten. Also die Linke hat es mehrfach beantragt im Bundestag. Leider haben die anderen dagegen gestimmt. Offiziell sagt aber die SPD auch, sie will sachgrundlose Befristung verbieten. Die Grünen würden wahrscheinlich sogar zustimmen, haben sie teilweise sogar, muss man ehrlicherweise sagen. So, das heißt, wir hätten eine Mehrheit. Wenn wir dann der SPD sagen, ja, wenn ihr das machen wollt, dann vertröstet doch nicht die Leute auf die Zeit nach der Wahl. Dann bringt doch ein Gesetz in den Bundestag ein. Wir stimmen zu, die Grünen würden wahrscheinlich mitstimmen. Dann hätten wir diesen Skandal, dass Menschen ohne einen Grund immer nur befristete Jobs kriegen, von einem Tag zum nächsten abgewischt. Und ich meine, das ist ja etwas, ich habe vor kurzem eine Mail bekommen von einer jungen Frau. Die hat mir verzweifelt geschrieben, wie ihre Lebenssituation ist. Sie hat in der Altenpflege gearbeitet, schlecht bezahlt, weil wir gerade solche Jobs in Deutschland miserabel bezahlen. Und sie hatte immer befristete Jobs. Und dann ist sie schwanger geworden. Und was ist passiert? Der Arbeitgeber hat eiskalt die Befristung auslaufen lassen.
Und damit war diese junge Frau, die sich eigentlich auf ihr Kind freuen wollte, plötzlich in einer sozial ganz gefährlichen Situation. Weil das Arbeitslosengeld 1 reicht vorn und hinten nicht bei ihrem niedrigen Gehalt. Sie fällt sofort in Hartz 4. Und statt sich auf ihre Schwangerschaft vorzubereiten, statt sich auf das Kind vorzubereiten, muss sie ihr soziales Überleben organisieren. Und ich finde, das zeigt doch, was solche Gesetze anrichten. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wenn dann die SPD sagt, wir können das aber jetzt nicht ändern, weil wir haben ja Koalitionsdisziplin. Wir müssen ja verlässlich sein gegenüber Frau Merkel und Herrn Seehofer. Da muss ich mal sagen, das ist wirklich der Unterschied zur Linken. Wir wollen nicht verlässlich sein gegenüber Frau Merkel und Herrn Seehofer. Wir wollen verlässlich sein gegenüber den Millionen Menschen in diesem Land, vor allen Dingen auch jungen Menschen, jungen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind und die sich vielleicht nicht trauen, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen, weil sie Angst haben, dass auch ihre Befristung dann gnadenlos ausläuft und sie im Sozialen auslanden. Wir finden, das muss verändert werden und dafür werden wir auch weiter kämpfen und weiter einstehen. Und dafür brauchen wir natürlich auch Ihre Unterstützung. Und ich meine, auch in anderen Bereichen, da stellen die sich alle hin, die da jetzt die Regierung bilden und lügen, dass sich die Balken biegen, um ihre Politik als alternativlos zu verkaufen. Also es ist ja oft so die Rede von Fake News. Fake News. Klar gibt es ganz viel Fake News in den sozialen Netzwerken, das stimmt alles. Aber ich muss mal sagen, wenn ich so die Verlautbarungen unserer Regierungspolitiker sehe, zum Beispiel auch zum Thema Rente, also da sind Fake News an der Tagesordnung. Ihre zentrale Fake News, also Lüge, so kann man es ja auch klassisch sagen, ihre zentrale Lüge ist, weil wir älter werden, müssen wir die Renten kürzen und die gesetzliche Rente zerstören. Das ist ja Ihre Generalbotschaft, die Sie im Grunde seit Walter Riester immer mehr unter die Leute bringen. Wir müssen die gesetzliche Rente zerstören, weil wir älter werden, weil es mehr Ältere und weniger Junge gibt. Was für ein Unsinn! Was für ein Unsinn! Und da reden Sie den Leuten ein, die sollen irgendwelche schwachsinnigen Riester-Verträge abschließen, wo sie überhaupt keine Zinsen bekommen, wo sie riesige Provisionen an die Finanzindustrie bezahlen müssen. Das sind ja die einzigen Profiteure von diesem ganzen Unfug. Und wo sie am Ende ja gar keine ernsthaften Renten daraus bekommen. Und da sage ich ja, wer das noch erzählt, dass man heutzutage keine gesetzliche Rente mehr wirklich bezahlen könnte, wenn man es wollte, der soll doch nur mal in unsere europäischen Nachbarländer gucken. Nehmen wir das Beispiel Österreich. Gucken Sie sich mal das österreichische Rentensystem an. Die sind nämlich einen anderen Weg gegangen in Österreich. Die haben tatsächlich, auch weil es Druck gab von den Gewerkschaften, das muss man dazu sagen, es war nicht freiwillig die Große Koalition dort, weil es den Druck gab, haben sie gesagt, wir machen keine Privatisierung der Rente, sondern wir gehen den Weg, die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen. So, und wie haben sie das gemacht? Ganz einfach. So wie wir als Linke das in Deutschland schon lange fordern. Sie haben einen großen Topf gemacht. Und in diesen einen großen Topf zahlen alle ein. Also nicht nur die abhängig Beschäftigten wie in Deutschland, sondern auch die Selbstständigen, auch die Beamten, auch die Politikerinnen und Politiker, alle zahlen in einen Topf. Und alle kriegen ihre Rente aus diesem einen Topf. Und das Ergebnis ist, dass ein durchschnittlicher Rentner heute in Österreich sage und schreibe 800 Euro mehr Rente im Monat bekommt, als ein Rentner oder eine Rentnerin in Deutschland. 800 Euro mehr. Weil sie schlicht und ergreifend die gesetzliche Rente zukunftsfest gemacht haben. Ganz nebenbei haben sie übrigens auch noch die Arbeitgeberbeiträge etwas höher gesetzt als das, was der Beschäftigte, also der Arbeitnehmer bezahlt. Ja, und so war das Problem gelöst. Und da stellt sich Frau Nahles hin und kommt schon wieder mit so einem Privatisierungsscheiß. Und kommt schon wieder mit so einem Mist, wo sie sagt, betriebliche Altersvorsorge und die Banken freuen sich schon wieder und die Fonds freuen sich schon wieder. Also ich finde das wirklich krank. Und ich muss mal auch sagen, ganz nebenbei, dieses System, ein großer Topf und alle zahlen ein, hat natürlich auch noch einen Vorteil. Wenn auch die Politikerinnen und Politiker nämlich ihre Altersgelder aus dem gleichen System bekommen, wo jeder seine Renten bekommt, dann verspreche ich Ihnen allerdings wirklich, dann wird es sehr viel schwerer, im Bundestag noch Mehrheiten für Rentenkürzungen zu bekommen. Weil das heißt nämlich, dass die da sitzen, ihre eigenen Renten mitkürzen müssten. Und ich finde, auch deswegen ist das System in Österreich deutlich besser.
und werden wir auch weiter dafür streiten und werden den anderen auch immer widersprechen, wenn sie uns erzählen, ihre Riesterei und ihre Privatisiererei im Interesse der Banken, das sei sozusagen alternativlos. Nein, das ist nicht alternativlos und das dürfen wir uns auch nie einreden lassen, dass das, was die da machen, alternativlos ist. Das ist Lobbypolitik. Das ist Politik, wo reiche Interessen dahinterstehen und mächtige Interessen dahinterstehen. Auch Interessen natürlich, die sehr zahlungskräftig sind. Gucken Sie sich mal an, wie die Banken und Versicherungen bestimmte Parteien sponsern. Und übrigens nicht nur die Banken und Versicherungen. Ganz nebenbei, das soll auch nicht unerwähnt bleiben, auch andere Industrielobbys sponsern ja fleißig die Parteien. Ich denke zum Beispiel an Rüstungsunternehmen. Wenn man dann sich anguckt, für die Rente ist kein Geld da, für mehr Rüstung ist aber irgendwie immer Geld da, kommt man auch sehr schnell zu dem Ergebnis, ja, wer schmiert denn eigentlich die Parteien? Wer überweist denn da Hunderttausende und zwar nicht nur an die CDU, nicht nur an die FDP, auch an die SPD und die Grünen. Und ich muss sagen, auch in dem Zusammenhang nur eine Bemerkung, selbst wenn Sie vielleicht nicht alle Positionen der Linken teilen, selbst wenn Sie vielleicht nicht alles gut finden, was wir vertreten. Also ich finde, alleine der Umstand, dass wir die einzige Partei im Deutschen Bundestag sind, die tatsächlich noch nie einen müden Euro von den großen Banken, von den Versicherungen oder von den Rüstungskonzernen bekommen hat. Und ich Ihnen versprechen kann, das wird auch so bleiben. Ich finde, alleine dafür hat die Linke doch Unterstützung verdient. Es muss doch wenigstens eine Partei im Deutschen Bundestag geben, die sich nicht von diesen Lobbys schmieren und kaufen lässt. Und ich habe es eben schon gesagt, also wenn etwas finanziert, wenn die Politik etwas finanzieren will, dann hat sie ja komischerweise Geld. Also währenddessen 8% mehr Rente, da hätte sofort Herr Schäuble geschrien, Gottes Willen, wir haben doch eine schwarze Null, das können wir nicht bezahlen. Aber 8% mehr für Panzer und Kriegsgerät, das ist die Realität in diesem Land. Das haben wir dieses Jahr ausgegeben, die Bundesregierung. Und nächstes Jahr soll es nochmal hochgehen mit der Aufrüstung. Und da erzählen sie uns ja auch Märchen über Märchen. Also manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man dieser Aufrüstungsdebatte zuhört, um Gottes Willen, wenn wir jetzt nicht aufrüsten, wenn wir jetzt nicht Panzer kaufen, dann steht morgen Putin vor den Toren von Berlin. Also so wird doch teilweise argumentiert. Und dann fragt man sich, was hat eigentlich die NATO in den letzten Jahren gemacht? Hat die nur in Wellnessurlaub und Yogamatten investiert? Dann wäre das ja irgendwie vielleicht noch nachvollziehbar. Aber nein, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann merkt man, wie verlogen diese Diskussion ist. Es ist ja so, dass aktuell die USA im Jahr 600 Milliarden Dollar für Rüstung ausgeben. Schon jetzt 600 Milliarden. Und in Europa die NATO-Staaten geben 300 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Jedes Jahr ohne die aktuelle Aufrüstung. Macht zusammen 900 Milliarden Dollar. Russland, nur um das mal zum Vergleich zu nennen, gibt 60 Milliarden Dollar aus. Also 60 versus 900 Milliarden. 900 Milliarden, das 13-fache. Und da stellen die sich allen Ernstes hin und wollen uns weismachen, wir müssen noch mehr 100 Milliarden ausgeben, damit wir irgendwie in unsere Sicherheit investieren und damit wir uns vor den bösen, bösen Russen schützen. Also das ist doch eine Beleidigung der Intelligenz, wer so argumentiert. Nein, diese Welt wird nicht sicherer, wenn man mehr für Rüstung und Waffen ausgibt. Im Gegenteil, wir brauchen Abrüstung, wir brauchen Entspannung und Deeskalation. Wir brauchen eine Friedenspolitik nach draußen und ein besseres Verhältnis zu Russland. Das ist doch das, worum es wirklich dringend gehen würde, wenn wir für Sicherheit und Frieden sorgen wollen. Meine, überall auf dieser Welt, angeblich führen wir ja gegen den islamistischen Terrorismus Krieg. Schon in Afghanistan hat man ja gesagt, wir sind dort im Einsatz, jetzt seit 15 Jahren oder 16 Jahren bald, weil wir also die Taliban, den islamistischen Terrorismus der Taliban bekämpfen. Spätere Kriege im Irak, in Libyen wurden auch damit gerechtfertigt. Syrien wird damit gerechtfertigt. Ja, denkt denn einer, der so argumentiert, vielleicht mal eine Sekunde darüber nach, wieso eigentlich der islamistische Terrorismus von Krieg zu Krieg nicht schwächer, sondern stärker geworden ist? Ich meine, vor Afghanistan gab es einige hundert international gefährlich islamistische Terroristen. Heute gibt es Hunderttausende. Den Islamischen Staat zum Beispiel gäbe es gar nicht ohne den Irakkrieg. Das heißt, sie haben doch gerade mit ihren Kriegen, mit ihren Bomben, mit ihren Drohnenmorden dafür gesorgt, dass dort in der Bevölkerung ganz, ganz viele unschuldige Menschen gestorben sind, dass es ganz viele Tote gab. Und diese Toten, natürlich, das schürt den Hass.
Das ist doch auch völlig verständlich, würde uns doch genauso gehen. Wenn da plötzlich irgendeine Weltmacht sich aufbäumen würde und sagen würde, sie bombardieren hier in Meißen die Häuser, weil angeblich wohnen da Terroristen und wir würden vielleicht Verwandte und Freunde verlieren. Wir würden die doch hassen, die das machen. Und genau das passiert dort. Und genau deswegen stärken wir mit diesen Kriegen den Terrorismus und schwächen ihn nicht. Und ich sage mal, meines Erachtens ist das auch nur ein Vorwand. Es geht doch gar nicht um den islamistischen Terrorismus. Es geht doch um ganz andere Dinge. Das sind doch Ölkriege, Rohstoffkriege, Kriege um Einflusssphären. Das ist doch das, was eigentlich dahinter steht. Und das zeigen sie auch, weil sie nämlich zum Beispiel, wenn sie wirklich islamistische Terroristen schwächen wollten, ja, dann müssten sie doch etwas dafür tun, dass diejenigen, die solche Terroristen finanzieren, dass diejenigen, die solche Terroristen hochrüsten, dass die in irgendeiner Form auf dieser Welt isoliert und geschwächt werden. Aber was machen sie? Frau Merkel reist fröhlich nach Saudi-Arabien. Großer Partner Deutschlands, Saudi-Arabien. Das ist nicht nur eine mittelalterliche islamistische Diktatur. Das ist nicht nur ein Land, wo ausgepeitscht und geköpft wird. Es ist auch ein Land, von dem bekannt ist, dass es islamistische Mörderbanden in aller Welt finanziert und hochrüstet. Aber Saudi-Arabien wird von uns mit Waffen beliefert und Frau Merkel hat sogar angeboten, demnächst saudische Soldaten von der Bundeswehr ausbilden zu lassen. Na komisch, da ist da nichts mehr mit Kampf gegen den Terrorismus. Da verbündet man sich mit dem Terrorismus. Was ist das für eine heuchlerische Außenpolitik? Das ist doch unverantwortlich von wegen Fels in der Brandung. Nein, so wird diese Welt immer unsicherer mit genau dieser Außenpolitik, wie sie diese Bundesregierung und Frau Merkel vertreten und machen. Und das Gleiche gilt doch auch für unser Verhältnis zur Türkei. Ich meine, dieser Erdogan, der errichtet in seinem Land eine islamistische Diktatur, der wirft die Opposition ins Gefängnis, der wirft Journalisten ins Gefängnis. Ich hätte mir ja gewünscht, dass einmal Frau Merkel sich hinstellt und richtig deutlich sagt, sie fordert Erdogan auf, all die unschuldig in seinem Gefängnis Sitzenden endlich freizulassen. Nein, nichts ist von ihr zu hören. Und natürlich ist dieser Erdogan auch ein Finanzier islamistischer Mörderbanden. Auch das ist bekannt. Also auch da Heuchelei pur in unserer Außenpolitik. Und deswegen sage ich, das muss sich ändern. Verantwortungsvolle Außenpolitik, das ist nicht das, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Das hat diese Welt verunsichert. Das hat immer mehr zu Kriegen geführt, auch zu Bürgerkriegen in vielen Regionen dieser Welt. Und das Ergebnis von Kriegen sind natürlich auch Menschen, die dann fliehen, weil sie da weg müssen, weil sie ihr nacktes Leben dann sichern wollen. Also wer eine stabile Welt will, der darf nicht Bombenteppiche werfen, der darf nicht Soldaten in alle Welt schicken. Wir diskutieren jetzt zurzeit darüber, ob die deutschen Soldaten wenigstens von diesem türkischen Stützpunkt abgezogen werden in Incirlik, wo die deutschen Parlamentarier keinen Zugang haben. Und da sagen wir als Linke auch ganz klar, natürlich müssen die da abgezogen werden. Was haben unsere Soldaten bei Erdogan zu suchen? Aber die dürfen dann auch nicht nach Jordanien oder woanders hin verlegt werden. Die sollen zurück nach Deutschland. Hier ist ihr Platz nach Grundgesetz. Nach Grundgesetz ist die Bundeswehr nämlich nur dazu da, Deutschland zu verteidigen und nichts anderes. Und deswegen finde ich, ja, Willy Brandt hatte recht damals, als er gesagt hat, und als das war ja auch sein Credo, seine Außenpolitik, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und genau das ist das, was die Linke vertritt. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und gerade deswegen wollen wir auch nicht, dass deutsche Soldaten und deutsche Panzer an der russischen Grenze stehen und dass mit Manövern dort immer mehr Eskalation betrieben wird, weil das saugefährlich ist. Und in dem Sinne, wenn die anderen behaupten, unsere Außenpolitik sei nicht verantwortlich, die sollen sich an ihre eigene Nase fassen. Wir müssen endlich eine eigenständige Außenpolitik machen, auch nicht im Schlepptau von Trump und Co. Was die sich vorstellen, das mögen sie realisieren. Ich finde, Europa und auch die Bundesrepublik sollte die eigene Sicherheitsinteressen ins Zentrum stellen, das Interesse an Frieden und Sicherheit hier in Europa. Und das heißt, auch da müssen die deutschen Soldaten zurückgezogen werden. Sie bringen auch in Osteuropa keine Sicherheit, abgesehen davon, dass es wirklich geschichtsvergessen ist. Wenn jetzt tatsächlich nach dieser Erfahrung, nach diesen ganzen historischen Erfahrungen wieder deutsche Soldaten dort stehen. Und da muss man gar nicht Putin unbedingt mögen. Auch Michail Gorbatschow,
dem wir immerhin viel zu verdanken haben, hat gesagt, das ist Kriegsvorbereitung, das ist bedrohlich und das wollen wir ändern. Und dafür kämpfen wir. Und da sage ich auch klar, wenn dann die anderen sagen, ja, die Linke, das muss sie aber ändern, wenn sie koalitionsfähig werden will. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Es ist gut, dass es mit der Linken wenigstens noch eine Partei im Deutschen Bundestag gibt, die tatsächlich gegen Krieg ist und die tatsächlich sagt, von deutschem Boden darf kein Krieg mehr ausgehen. Das werden wir auch nicht für das Linsengericht irgendeiner Koalitionsbeteiligung verkaufen. Und deswegen zum Abschluss. Wenn da immer gesagt wird, die Linke, die sei ja nicht so regierungsfähig, die sei ja regierungsunfähig, unter anderem wegen solcher Positionen. Also da muss man wirklich dann kontern, regierungsunfähig. Was sind denn regierungsunfähige Parteien? Regierungsunfähige Parteien sind Parteien, die eine unfähige Regierung bilden. Das ist doch der Inhalt des Begriffs regierungsunfähig. So, wir hatten noch gar nicht die Chance, eine Bundesregierung zu bilden. Ich wäre auch sicher, die wäre eine fähige. Aber man muss mal ganz klar sagen, ja, wir haben tatsächlich jede Menge regierungsunfähige Parteien in diesem Land. Und diese Parteien, die gehören endlich bei der nächsten Bundestagswahl abgewählt und die Linke gestärkt, damit sich etwas ändert in Deutschland. Ich danke Ihnen.